Herzlich willkommen mal wieder zum D3Con-Podcast. Wir haben heute einen spannenden Gast aus München zugeschaltet, Dominik Johnson, Sales- und Marketing-Chef von Fraud Zero. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist, Dominik. Dankeschön dir, Thomas. Fraud ist ja schon in den letzten Jahren auf der D3Con-Bühne immer mal wieder ein Thema gewesen. Ihr habt auch in diesem Jahr auf der D3Con 2022 den Innovation Award gewonnen. Das Publikum hat darüber abgestimmt, dass dein Pitch irgendwie spannend war und das Thema relevant ist. Ihr habt nämlich eine Lösung gebaut, über die wir heute sprechen werden, zum Thema Fraud in der digitalen Werbung. Zuerst fangen wir aber vielleicht mal an, sich selbst so ein bisschen vorzustellen. Du bist ja ein Urgestein der Branche seit Jahrzehnten dabei, hast, glaube ich, auch viel im Search gemacht. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du da reingeraten bist und jetzt bei Fraud Zero bist. Wie bist du da hingekommen? Was hast du vorher Spannendes gemacht? Danke dir, Thomas, für die netten Worte zur Einleitung. Was habe ich vorher gemacht? Wie wir alle, da gehörst du ja auch dazu, 97 habe ich meine erste Webseite aufgebaut. Und dann habe ich mich aber bei einem Unternehmen verpflichtet, 8 Jahre zu dienen. Und dieses Unternehmen, da kann man ja auch schlecht aussteigen, wenn man den Vertrag unterschreibt. Habe aber mich dann quasi immer in der Cybersecurity-Welt auch aufgehalten, weil ich dann im Electronic Warfare-Bereich tätig war. Bei der Bundeswehr? Bei der Bundeswehr, ja. Und als ich fertig war mit meinem Dienst nach 8 Jahren, bin ich zu Hornbach gegangen. Und sehr spannendes Unternehmen, habe mir das auch angeguckt und habe gesagt, online wird die Zukunft mit Sicherheit sein. Und bin dann auf eine Agenturseite gewechselt nach Regensburg und bin in der Agenturwelt sehr lange geblieben. So die Station, wo viele auch Zuschauer oder Zuhörer vor allem das kennen, Explido. Und für Explido habe ich ein inhabergeführtes Agenturnetzwerk weltweit aufgebaut, von China bis USA, von Schweden bis in die Vereinigten Arabischen Emirate. Und das hat ziemlich so auch für Neugier gesorgt, weil wir auch geschafft haben, mit Baidu, einer der Search-Player global auf dem Markt, auch einen europaweiten Deal zu schließen. Und nachdem die Agentur verkauft worden ist, wurde ich gefragt von Yandex, also einem anderen Search-Player, ob ich für sie tätig sein möchte. Gerade von der SEO-Seite her auch sehr viel Erfahrung mitgebracht. Ich kann mich noch erinnern, Thomas, an die Zeit, wo du online-marketing.de da auch mit hochgebracht hast, da einer der ersten Beiträge dafür geschrieben und habe für Yandex 22 Länder verantwortet im technischen Bereich. Und nach der Yandex-Zeit bin ich auf Kundenseite gegangen, einmal um marketingtechnisch ein Unternehmen gerade zu ziehen, dann auch ein vertriebsseitiges Unternehmen hier bessere Zahlen zu generieren oder andere. Und letztes Jahr wurde ich von Fraud Zero gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ein Unternehmen groß zu machen. Und das war ein sehr spannendes Thema, weil Fraud begegnet uns allen. Wir wussten ja schon immer, dass mehr Bots als Menschen im Netz unterwegs sind. Da kommen wir mit Sicherheit auf das Thema zurück. Und habe gesagt, hey, das ist echt ein spannendes Feld. Der Algorithmus, der dafür geschrieben worden ist, ist auch klasse. Und habe gesagt, komm, lass uns diese Challenge gemeinsam machen. Und nebenbei, wo viele höchstwahrscheinlich mich auch dafür kennen, tauche ich extrem gerne und das eine oder andere Bierbild publiziere ich auch mal im Netz. Cool, so gehört sich das, wenn man in Bayern wohnt. Du bist bei Fraud Zero in München. Ist das denn auch so in die Zentrale oder kommt das Unternehmen eigentlich noch woanders her? Das wäre vielleicht nochmal interessant zu erfahren, wo die Story eigentlich herkommt. Also die Wurzeln sind in München, also auch unsere Hauptniederlassung ist quasi in der Sendlinger Straße. Mhm. Und dazu zu sagen ist, aber wir sind ein hybrides Team. Also das ist einfach der Marktsituation geschuldet, beziehungsweise Unternehmen müssen neue Wege finden. Und ich selber kann mich nicht mehr so erinnern, Jahrzehnte ist es noch nicht her, aber schon sehr, sehr lange, dass ich in einem Office mal von Montag bis Freitag gesessen bin. Somit gibt bei uns zwar den Hauptaufsitz in München, aber jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin kann dann quasi von da aus arbeiten, wo man sich gerade befindet. Mhm.
Dann lass uns mal so ein bisschen zu Fraud Zero kommen, was ihr so macht und wen dieses Problem Fraud betrifft. Ne? Wir haben ja auf der D3Con-Bühne in den letzten Jahren öfter mal dieses Thema auch als Keynotes schon gehabt. Auch kleiner Sneak Peek, auch nächstes Jahr wird das wieder eine Rolle spielen. Da ist dann häufig, sind dann gigantische Zahlen irgendwo auf den Slides. Ne? Dann sind irgendwie zig Milliarden Dollar, die irgendwo in dunklen Kanälen verschwinden. Und ich habe immer das Gefühl, der Einzelne kann doch irgendwie schnell das Gefühl kriegen, naja, irgendwie großes Problem, aber ich glaube nicht, dass ich davon irgendwie betroffen bin. Ne? Jetzt erzähl mir mal, wenn ich irgendwie so ein vielleicht sogar relativ kleiner E-Commerce-Händler bin, der so ein bisschen bei Google ein paar Search-Ads bucht und irgendwie bei Instagram so ein bisschen was macht und da irgendwie Geld ausgibt. Wo ist der betroffen? Woran kann der das merken? Und wie relevant ist das Problem für diesen beispielhaften Händler, das Problem Fraud? Okay, super. Thomas, eine gute Steilvorlage. Ich musste schmunzeln, denn ihr hattet auf der D3Con dieses Jahr Bob auf der Bühne. Und ich hatte in meinem Vortrag noch relativ kleine Zahl, das sind 65 Milliarden, gesagt, dass ein Fraud global Thema ist. Und er kam aber in seiner Keynote an dem zweiten Tag mit 68 Milliarden, hat er einfach mal so in den Raum geworfen. Und für 22, halte dich fest, gibt schon Anzeichen, dass es an die 100-Milliarden-Grenze kratzen wird. Und das ist schon ein immenser Wachstum. Und zu deiner Frage mit dem E-Commerce-Händler, bleiben wir mal bei dem Beispiel von Google. Jeder, der von uns Google-Werbung geschaltet hat, hast du es wahrscheinlich auch, hat am Ende des Monats ominöserweise irgendwie, wir erstatten dir ein paar Cent zurück, weil wir ermittelt haben, dass ein paar invalide Klicks generiert worden sind. Die invaliden Klicks wurden jetzt nicht direkt jetzt als Fraud deklariert, sondern gesagt, wir haben ungewöhnliche Aktivitäten gesehen und deswegen kriegst du 35 Cent zurücküberwiesen. Die Buchhaltung ist ausgeflippt, weil wegen 35 Cent die Rechnung gegenprüfen, macht auch keinen Spaß. Aber dem Händler oder der Händlerin ist das Thema zumindest schon mal bekannt, dass da irgendwie Rückerstattungen gibt. Mhm. Und wenn man jetzt eine Zahl nimmt, 57% besteht das Internet aus Bots. Dann sind wir Menschen dezent in Unterzahl und alle Bots sind ja nicht böse, denn aus die von uns, die von der SEO-Ecke herkommen, wissen, dass ein Google-Bot, man versucht ja Struktur reinzubringen und damit die Webseite gecrawlt wird, aber es gibt dann die malicious Botnets, Crawlers, Scrapers, die haben ganz andere Intentionen. Und dahinter ist natürlich ein riesiger Markt, weil es dafür keine Gesetzgebung gibt. Und der kleine Händler, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, kann sich einfach das Tool auch nicht herunterladen, sondern sich anmelden, ein JavaScript hinterlegen und zumindest schon mal in Free Trail sehen, bin ich von dem Problem betroffen. Und vielleicht hier auch ein Sneak Peek. Es gibt kein Unternehmen weltweit, was nicht von Ad Fraud betroffen ist. Mhm. Das heißt, das ist ja schon mal auch ein kleiner Einblick in eure Lösung. Das heißt, Fraud Zero funktioniert so, dass ich mir, dass ich mich da anmelde, dann JavaScript-Schnipsel auf meine Webseite integriere, das dann idealerweise erkennt, ob gerade ein echter Nutzer auf meiner Webseite unterwegs ist oder ein Bot. Das hilft mir nur zum Teil herauszufinden, ob irgendwo eine Anzeige, die ich bei Google bezahle, die vielleicht gar keinen Klick erzeugt hat, ob ich die fehlerhafterweise bezahlt habe, oder? Ist das nicht was auch noch außerhalb meiner eigenen Webseite stattfinden müsste? Genau, also der Klick muss auf eine Anzeige generiert werden, damit einfach die Session-ID, also ich versuche jetzt mal nicht so technisch einzusteigen, damit der User auf die Webseite kommt. Und dieser unbekannte User wird verschiedensten Parametern oder Challenges, wird sein Browser zum Beispiel getrackt. Das bedeutet, Thomas, stell dir mal vor, wenn du regelmäßig ein iPhone oder ein Android-Phone hast, was 100% geladen wird, dann ist es in der Regel so, wenn wir es von der Steckdose nehmen, hat es schon 99,99 irgendwas Prozent. Wenn es 100% geladen ist, dann ist es schon mal ein Indiz, das könnte sich um einen Bot handeln. Wenn er auf dem Phone zum Beispiel, das wird nicht bewegt,
Das heißt, wir bewegen ja unsere Smartphones hin und her. Wenn es aber gar keine Bewegung getrackt wird, dann hängt es an der Wand. Ist auch untypisch, weil ich glaube, du und ich hängen nicht unsere iPhones an die Wand und surfen oder machen unsere Videocalls. Dann spannend ist zum Beispiel so Rechenaufgabe. Man hat eine CPU in seinem Device und diese CPU kann nur in einer bestimmten Geschwindigkeit eine Rechenaufgabe bewältigen. Wenn jetzt aber die Rechenaufgabe viel schneller bewältigt ist, als die CPU das überhaupt kann, dann ist es ein Datencenter und das ist auch ein Indikator oder es wird gefleckt als ein Bot. Und muss man sich das vorstellen, von tausenden von Challenges wird nach einem Klick hin und her Ping-Pong gespielt. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Und je mehr quasi Signale darauf deuten, dass es ein Bot ist, wird diese Person, oder Person ist es ja in dem Fall nicht, der normale User wird durchgelassen und der Bot wird dann einfach geblockt. Bedeutet, wir schreiben ihn in einer Negative Audience Liste. Das heißt, wir senden diese Information oder beziehungsweise der Werbetreibende schickt diese Information zurück an sein Ad-System und sagt, diese Session-ID darf meine Anzeigen nicht mehr sehen. Und somit blockst du diesen Bot von deinen Werbeaktivitäten und dein Werbebudget verschlingt quasi nicht ein Softwareprogramm, sondern hoffentlich sieht es ein Mensch, der auch kaufen möchte. Mhm. Das klingt spannend. Das ist ja tatsächlich auch ein ganz cooler Bezug zu dem, was du früher mal gemacht hast. Auch so eine Art von digitaler Kriegsführung, dass ihr halt die ganze Zeit wahrscheinlich euren Algorithmus auch weiterentwickelt, weil ja auch auf der anderen Seite die Fraudster immer professioneller werden. Ne? Was man so hört, ist, dass das ja auch irgendwie früher waren, dass mal irgendwie 17-Jährige im Keller, die so ein bisschen irgendwie was rumgeklickt haben. Aber heute sind da ja echte Firmen dahinter, die auch, wenn man sich diese Milliardenumsätze oder die Milliarden, die du genannt hast, sind ja auch irgendwie für die Werbetreibenden verlorene Gelder, aber für die Betreiber solcher Netzwerke und solcher Aktivitäten ja auch Umsätze. Ne? Das heißt, da stecken auch einigermaßen professionelle Unternehmen dahinter, wo auch immer die sich verstecken, die sich auch ständig weiterentwickeln und eben sowas erkennen, ne? So wie du es jetzt verraten hast, dass irgendwie mit einem 100% vollen Akku unterwegs zu sein, das kann ja auch mal ein echter Nutzer sein, der gerade surft, während sein Telefon noch am Ladekabel hängt. Ne? Ist ja auch nur einer von vielen Indikatoren, aber es ist wahrscheinlich ein Signal dafür, dass es vielleicht ein betrügerisches Telefon ist, das irgendwo mit 3000 anderen an der Wand hängt in einem Keller in Bangladesch oder so, ne? Das könnte gut möglich sein, genau. Und du hast es gut gesagt, das ist quasi einer von vielen Challenges. Also nach einer Challenge wäre jetzt kein Fleck generiert, sondern das ist praktisch Indikatoren und auf die konzentriert sich unser KI. Cool. Wenn wir mal von diesem kleinen E-Commerce-Händler weggehen, als Beispiel hast du ja vorhin genannt, so eine Station in deinem Lebenslauf ist ja auch so ein Hornbach gewesen, das ist ja jetzt ein relativ großer E-Commerce-Händler, kann man glaube ich sagen, in Deutschland. Was bedeutet das für deren Geschäft? Die machen ja auch Werbung auf noch einigen weiteren Kanälen, ne, und arbeiten mit Google und Facebook und wahrscheinlich noch mit verschiedenen DSPs und so weiter zusammen. Wie funktioniert das in der Praxis, wenn du sagst, du hast jetzt einen einzelnen Nutzer, kann eure KI ist es ja im Grunde, ne, euer Algorithmus erkennen, dass der jetzt wahrscheinlich eher fraudulent war und dieser Klick nicht bezahlt werden sollte. Das Ganze passiert ja in diesen Volumina, die da unterwegs sind, tausende Male am Tag. Ne? Wie funktioniert das praktisch, dass so ein Werbetreibender, der dann, sagen wir mal, eine halbe Million im Monat irgendwie ausgibt bei verschiedensten Partnern und in verschiedensten Kanälen, dass der dann mithilfe eurer Software sagt, bei seinen verschiedenen Partnern und Lieferanten sozusagen, hier kriegen wir 17% zurück und hier kriegen wir 24% zurück. Ist das quasi ein Reporting, das ich von euch als Advertiser jeden Monat kriege und damit dann dahin gehe? Okay, fangen wir von hinten nach vorne an. Reporting, ja. Also wenn sich zum Beispiel der Werbetreibende, also unser Kunde, ob das jetzt eine Agentur ist oder der Endkunde einloggt, hat er ein Dashboard und da auch Reporting-Funktionen mit drin. Also er sieht, das Unternehmen sieht sofort die Kennzahlen auf unterschiedliche Plattformen, wo Advertising Spend generiert wird, aber auch ein SEO-Traffic sieht er auch. Nur SEO kann man relativ, an wen sollte man sich denn wenden, wenn man sagt, man hat 30% Bots über den organischen Traffic generiert. Es gibt da einen Fall, vielleicht, wenn Zeit ist, kann ich auf den eingehen, aber es geht um die Ad-Spend-Plattformen. Also man sieht alle detailliert aufgelistet und sagen wir mal, der Klick kommt jetzt von Instagram. Und Instagram sagt, oh, das ist jetzt ein User. Wir sagen, das ist ein Bot.
Über die Session-ID von Instagram können wir ein Protokoll schreiben, dass wir diese Session-ID auch an Google, zum Beispiel DV360 oder an Pinterest, Snapchat, TikTok übergeben, sodass der Bots, der Fraudster ist ja in der Regel oder der Bot ja nicht auf einer Plattform unterwegs, sondern springt einfach so fröhlich vor sich hin, um Geld zu generieren. Das ist ja deren Intention. Und wir sagen dann zum Beispiel, DV360, diese Session-ID bitte keine Werbung mehr anzeigen. Das heißt, wenn der Klick auf Facebook generiert worden ist, spart sich schon der Werbetreibende das Geld gegebenenfalls für den Klick auf Google, weil dort unter bestimmten diesen Parametern, die quasi der User dann auch hat, also User des Softwareprogramms, dann wird dem Bot diese Anzeige gar nicht angezeigt. Das heißt dann praktisch schon sowas wie Pre-Fraudster-Phase oder Pre-Schutz, weil man nur aus einem Kanal den Klick generiert und auf alle anderen Plattformen wird man geschützt. Zugleich natürlich wird der Klick generiert und er verursacht Kosten. Manche Ad-Plattformen, also zum Beispiel Google bietet das ja auch an, wenn man verdächtige Aktivitäten selber zum Beispiel herausfindet auf Google Analytics, dann hat man ja die Möglichkeit über deren eigene Plattform schreiben, ich habe die Vermutung, dass hier Bot-Traffic oder irgendwas nicht stimmt. Und jemand bei Google schaut sich das auch an. Und da gibt es auch Gutschriften, wenn quasi Google auch zu dem Erkenntnis kommen sollte und sagt, nee, Mensch, das sind tatsächlich Klicks, die sind von Bots generiert, dann erfolgt eine Gutschrift wiederum für den Werbetreibenden. Jetzt, wenn man das bei kleinen Werbetreibenden, waren wir bei dem Beispiel, da geht es dann um 30, 70, vielleicht 1,30 Euro, ist ja auch sehr viel Geld. Aber wenn man das dann in Voluminas mit 10.000 Euro pro Tag an Werbebudget ausgibt, dann sind das natürlich ganz andere Voluminas, die man auf jeden Fall hinterfragen sollte. Und auch diese Reporting-Funktion hat auch unser Kunde zu sagen, ich lade mir den Report runter, ich übergebe das an die Plattform, Ad-Plattform XYZ und möchte dafür auch eine Erklärung haben. Das heißt, das ist sowas Ähnliches, wie Bob auch in der Keynote auf der D3Con dieses Jahr gesagt hat. Fluch und Segen zugleich. Mit Technologie kann man wunderbare Sachen machen, aber wenn ich nicht genau hingucke, wo mein Geld tatsächlich in welchem Kanal verschwindet, dann gibt es natürlich solche Firmen wie uns, also Fraud Zero, das dem Advertiser mehr Transparenz in diesem Bereich schafft, gerade auch im Hinblick auf die Zukunft. Interessant. Das heißt, aktuell, wenn ich eure Plattform einsetze, kann ich noch nicht 100% der Klicks, die ich bezahle, die am Ende Fraud sind, verhindern. Ne? In dem Beispiel, das du genannt hast, zahle ich ja den allerersten Klick dieses Nutzers schon noch, aber kann diesen in Anführungszeichen Nutzer, der ja ein Bot ist, zumindest für die Zukunft ausschließen und nicht mehr einkaufen. Das ist aber wahrscheinlich ja auch ein Potenzial und ein Thema, an dem ihr für die Zukunft noch arbeitet, dass man dann eben vielleicht sogar nicht nur monatlich im Nachhinein irgendwie zu Google hingeht und sagt, wir haben hier irgendwie Beweise, dass wir irgendwie 40.000 Klicks gekauft haben von Fraud-Nutzern, von Bots, sondern das vielleicht sogar auch in Realtime reportet und sagt, hier ist irgendwie... Ihr könnt ja sozusagen mit eurem Algorithmus auch sagen, von unseren 300 potenziellen Indikatoren, dass das ein Bot ist, hat der hier irgendwie 167 erfüllt. Deswegen sind wir 99,9% sicher, dass das ein Bot ist. Ne? Wenn man sowas dann reporten kann an die jeweiligen Plattformen, würden die sich ja vielleicht auch freuen, ne? Und helfen, ihre eigenen Algorithmen zu verbessern damit und ihre Spam-Abwehr sozusagen oder ihre Bot-Abwehr und dann auch diesen ersten Klick dann wieder erstattet zu kriegen. Ne? Das ist ja vielleicht noch ein Thema, was dann bei euch noch in den nächsten Jahren auch on top kommt auf die Plattform, oder? Wäre doch ganz unlogisch, oder? Wäre auch naheliegend und wäre fantastisch. Ich meine, viele Systeme kommunizieren über eine API und warum kann man dann nicht quasi als ein Anbieter, den man quasi überhaupt kein, in einem Interessenskonflikt steht, weil viele Unternehmen stehen ja auch im Interessenskonflikt, ein eigenes Inventar zu haben und dieses Inventar zu verkaufen und sagen, hey, dieses Inventar ist sauber, aber de facto ist es ja dann auch nicht. Und wenn man auch hier den Unternehmen hilft, zu sagen, hey, lass uns hier von Haus aus den Advertisern schützen, da gehen wir auf jeden Fall mit. Also das wäre natürlich super. Also für eine Roadmap, das wird sicherlich nicht dieses nächstes Jahr erfolgen, aber je mehr Advertiser dann praktisch auch diesem Thema sich bewusst werden, dass nicht alles so glänzt in den Analytics-Reports, wie man sich das gerne wünscht, dann ist es Zukunftsmusik drin, ja.
Ja, finde ich ein interessantes Thema, dass das irgendwann über eine API dann auch in den nächsten Jahren vielleicht noch viel effizienter funktioniert, was ihr da macht. Ja, finde ich cool. Aber jetzt ist ja auch schon bei diversen, glaube ich, habe ich verstanden, auch relativ großen Unternehmen im Einsatz. Wir haben ja jetzt über so ein paar theoretische Beispiele genannt. Hast du denn vielleicht auch nochmal so einen echten Case, von dem man sprechen kann, wo man dann vielleicht auch mal ein Gefühl dafür kriegt, wie sehr das auch finanziell relevant ist für so ein vielleicht irgendwie ein halbwegs bekanntes deutsches Unternehmen? Kannst du da so ein bisschen was erzählen, wer euch im Einsatz hat, was die auch irgendwie zumindest größenordnungsmäßig an euch zahlen und was ihr auf der anderen Seite denen dann auch wieder an fraudulent Klicks erspart? Also wir haben ein Unternehmen, das selber jetzt intern errechnet, ein Einspartpotenzial von 500.000. Und das ist dann schon relevant in einem großen Werbespender. Dann auf Unternehmen zum Beispiel auch im mittleren oder auch als kleiner E-Commerce-Händler, Roof Cycles ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo man sagt, hey, wir haben hier ein Ad-Spend und wir würden einfach nur sehen, wie effizient ist dieses. Und hier hat man auch sehr große Einsparungspotenziale auch gesehen. Als Agenturpartner in Deutschland, wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, hat Avantgarde PMC und Expose 360 auch gesagt. Man kennt ja quasi auch Expose aus der Zeit von Markus Kellermann, auch im Affiliate-Bereich sehr aktiv, wo man auch gesagt hat, hey, diese Lösung, die wir da einsetzen, können wir unseren Kunden auch anbieten. Ein weiterer hat, Koro hat in einem selber in einem Podcast, hat mich sehr gefreut, dadurch, dass ich Vertrieb und Marketing ja verantworte, von sich auch gesagt, hey, wir nutzen Fraud Zero nicht nur für Ad Fraud, sondern auch für die ganzen Polluted Analytics, Polluted Funnels und natürlich für die CMP-Statistiken. Also die gehen noch ein Stück weiter. Hier zum Beispiel ein Beispiel vom letzten Jahr vom großen deutschen Heizungshersteller aus Deutschland. Die hatten auf ihren Formularen sehr viel Fraud. Fraud in dem Sinne, dass Daten jetzt nicht mehr so wie Frau Maxine Musterfrau oder Max Mustermann das Kontaktformular ausgefüllt hat, sondern Thomas Bromley, vielleicht sogar mit deiner Privatadresse oder Dominic Johnson, weil einfach so viele Data Breaches oder so viele Kontaktpunkte mittlerweile automatisch generiert werden können, dass man auch Kontaktformulare ohne deiner oder meiner Kenntnis irgendwo eingesetzt werden. Dann kriegst du irgendwie eine Info, hallo Thomas, danke, dass du dir eine neue Heizungsanlage einbauen willst und du sagst dann, ich habe noch nie was mit euch zu tun gehabt. Und die haben so mit ihrem Polluted Funnel in ihrem CRM mit unserer Lösung auch sauber bekommen. Das ist auch ein CMP-Thema. Stell dir jetzt praktisch vor, eine CMP setzt ihr ja selber auch ein, um den Consent zu bekommen von den User. Und ihr seht höchstwahrscheinlich auf deinen Plattformen, auch von der Konferenz, irgendwie gibt es 10%, 20%, 30% keine Interaktionsrate. Und was ist denn damit? Und das ist auch so ein Indiz, dass da sehr viel Fraud stattfindet, weil der Fraudster klickt dann auf eure Werbemittel oder auf euren Content, verschwindet aber sofort wieder. Und ihr sagt dann, ja, was soll ich denn optimieren, meine CMP? Ich habe hier jetzt 60%, 70% Consent Rate, aber mit den anderen 30 verstehen die Leute unser Buttons nicht oder können sie nicht lesen. In der Regel ist es nicht der Fall, sondern damit kann man sich dann auch angucken, wie viel Fraud hier auf der Webseite generiert wird. Und zum anderen Punkt ist natürlich auch das Thema, kennst du auch, dass Tools session-basiert abrechnen und zum Beispiel ein Chatbot auf der Webseite haben. Und du bezahlst als Unternehmer oder Unternehmerin diesen Traffic. Aber wenn du dann sagen würdest, Mensch, 30% kann ich mir davon sparen, weil der Fraud wird quasi durch Ad-Fraud oder durch Fraud Zero geblockt, dann zahlst du auch weniger an diese ganzen Tool-Anbieter, die dann sich über deinen Website-Traffic ihre Dienstleistung bezahlen lassen, gerechterweise. Also das sind ja tolle Services, nur du möchtest eigentlich mehr bezahlen für User und nicht, dass praktisch du sagst, den Bot zahle ich auch noch on top für dieses Widget, was ich mir auf die Webseite gepackt habe. Ja, für den interessanten Punkt ist ja auch, du hast ja auch gerade gesagt, dass es irgendwie allerhand Bots gibt, die so unterwegs sind. Die sind ja auch nicht alle nur dafür da,
Ad-Fraud zu begehen, ne? Die dann irgendwie, das sind ja schon spezielle Bots, die irgendwie auf den Banner von Hornbach klicken und dann irgendwie fälschlicherweise Hornbach dafür bezahlt, irgendein Publisher. Es gibt ja auch viele Bots, wie du auch schon vorhin gesagt hast, die irgendwie auf unsere D3Con-Webseite kommen, um da irgendwelche Inhalte zu klauen oder irgendwas anderes irgendwie zu analysieren oder so, ne? Da gibt es ja auch alle möglichen. Die tun ja erstmal gar nicht so sehr weh, aber wie du schon sagst, wenn man dann doch irgendwelche nutzungsabhängigen Sachen bezahlt, ist man ja happy, wenn man die zumindest aussperren kann und sagt, Inhalte klauen ist auch jetzt nicht so in unserem Interesse. Deswegen ist eure Lösung, hilft ja auch dann eben nicht nur vergeudetes Marketingbudget an Werbung klickende Bots zu vermeiden, sondern auch irgendwie unnützen Traffic auf der Webseite, der allen möglichen Quatsch machen könnte, einfach nicht zu haben. Ne? Mhm. Zum Teil, Thomas, weil ich einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern kein falsches Erwartungsbild geben möchte. Mhm. Wenn die Bots über den organischen Traffic kommen, dann können wir natürlich diesen Traffic nicht aussperren. Aber du hast zum Beispiel die Möglichkeit, im Reporting-Bereich zu gucken, wo kommen denn die Bots her? Aus dem ESP oder über ein bestimmtes, ich sage jetzt sogar Keyword-Set? Und vielleicht möchtest du dann quasi, siehst du dann, hey, wenn ich das minimiere oder eine bestimmte ESP sogar ausschließe, weil ich keine Kundenbeziehungen über diese ESP generiert habe, die Data-Analysten können sich das dann angucken, ob das de facto so ist, dann könntest du sagen, ich schließe diese ESP aus Land XY aus, weil ich merke einfach, die generiert mir Kosten. Also in diesem Punkt ja, aber ansonsten ist es schon der Weg, wenn der Fraudster, es gibt aber auch Fraudster, die schicken dann ihre Crawler auch über bezahlte Anzeigen, weil sie einfach sagen, hey, ich nehme dann ein Doppelgeschäft mit, why not? Also das ist das, was ich vorher gesagt habe, es gibt keine Gesetzgebung und selbst wenn wir, also wir meine ich jetzt, weil du und ich in Deutschland sitzen, wir in Deutschland ein Gesetz schaffen würden für Verbot, automatisch auf Anzeigen zu klicken, dann sitzt heute der Fraudster in Österreich oder in der Schweiz oder in USA und sagt sich, das betrifft mich ja nicht. Und über einen VPN-Tunnel ist es mittlerweile ja gar kein Problem, sich dann zu sagen, wo ist meine Geolocation? Klar. Sind Cookies eigentlich relevant für euch, wenn das jetzt irgendwie in den nächsten Jahren immer schwieriger wird? Braucht ihr die, um diese Bots zu identifizieren? Wahrscheinlich eher nicht, weil du hast ja eben auch geschrieben, dass ihr sehr viel analysiert, wie jetzt irgendwie der Ladestatus des Device aussieht und die Browser-Konfiguration und so weiter. Ihr seid ja eh nicht daran interessiert, wirklich ein einzelnes Gerät zu identifizieren, sondern bestimmte Muster, die eher nicht aussehen wie Menschen. Ne? Das heißt, Cookies spielen für euch gar nicht so eine große Rolle. Genau, also Cookies de facto überhaupt nicht. Wir haben auch eine unabhängige Anwaltskanzlei, Reed Smith, beauftragt, unser Tool datenschutzkonform zu prüfen. Und sie sind zu der Erkenntnis, zu der Stellungnahme gelangt, wir dürfen als legitimes Interesse eingesetzt werden. Für Werbetreibende wird es ein extremes Thema, weil die Frage hat mir auch der Dominik gestellt, auf der D3Con als Moderator, der jetzt bald auch seinen großen Auftritt diesen Monat haben wird. Und für Werbetreibenden, die tun sich ja jetzt schon schwer zu sagen, habe ich überhaupt Fraud? Dann gibt es Marktteilnehmer, die sagen, Fraud ist unter 1%. Das ist de facto sowas von falsch. Also wer diese Statistik glaubt, dann sage ich, nutzt irgendein Tool, schaut euch selber eure Zahlen in Google Analytics an oder in einem anderen Analytics-Tool, Bounce Rates, wenn sie 100% sind oder 0% oder 0 Sekunden auf der Webseite ist der User, dann werdet ihr feststellen, dass diese 1% nicht haltbar ist. Und wenn jetzt schon Unternehmen sich schwer tun, Cookie-basiert Informationen richtig in ihren Datenpools darzustellen, beziehungsweise User auszuwerten, um einfach effektiver zu arbeiten, dann brauche ich dir natürlich, Thomas, nicht erzählen, wenn du kein Third-Party-Cookie, sagen wir mal, einsetzen darfst, für einen Fraudster ist es ein Geschenk, weil der sagt sich, die müssen sich damit beschäftigen. Und der Advertiser sagt sich, ja, wie soll ich das dann auch noch herausfinden, was jetzt Fraud ist, wenn ich nicht mal weiß, wie viel Audiences ich mir dann quasi aus Facebook, okay, Facebook wäre jetzt ein schlechtes Beispiel, weil sie ja mit ihren eigenen Audiences haben, aber es gibt ja Banner-Anbieter oder Programmatik-Unternehmen, die auf Inhalte da setzen, die müssen sich andere Lösungen überlegen. Mhm. Cool. Wenn ich nochmal drüber nachdenke, wenn irgendwie der ein oder andere unserer Hörer sagt, er möchte das gerne mal unkompliziert ausprobieren. Ich glaube, du hast schon gesagt, man kann
im Grunde auf eurer Webseite fraudzero.de, zero als null geschrieben, also fraud0.de, richtig? Da finde ich euch. Und .com. .com, Entschuldigung. Fraudzero.com. Da kann ich mir einen kostenlosen Trial-Account anlegen, dann einfach wirklich das JavaScript auf meiner Webseite integrieren und kann dann ab sofort von euch eine Analyse bekommen, wo ich sehe, okay, so und so viel Anteil meines Traffics ist Fraud. Lohnt sich vielleicht, was dagegen zu tun, weil es wahrscheinlich bei niemandem irgendwie 1% sein wird, wie du gerade schon gesagt hast. Ist das so einfach? Also, kann ich das machen? Zwei Punkte, zwei coole Wege. Einmal so, wie der Thomas gesagt hat, fraudzero.com, also die Null. Und dort kann man sofort loslegen, no strings attached, also keine Kreditkarte, sondern man bekommt dann sofort seinen Account, legt zwei JavaScripts, einmal den Main-Tag und Conversion-Tag zur Verfügung. Die lässt man sich verbauen oder wenn man technisch ein bisschen affiner ist, ist kein Hexenwerk, kann man auch in GTM einbauen, sofort auf die Webseite packen und nach wenigen Stunden sieht man sofort Live-Daten im System. Und der zweite coole Weg, dadurch, dass Thomas und ich uns ja nicht nur lange kennen, aber wer mich jetzt gerne kontaktieren möchte, beziehungsweise unser Team, kann das auch gerne über den Weg wählen, wenn noch Fragen sind, zum Beispiel erklär mir die Fraud-Thematik oder sag mir ein bisschen genauer, wie unser Tool funktioniert oder unser Werbebudget ist in sehr hohen sehr hoch und wir sind der Meinung, wir müssen noch ein paar Fragen beantwortet haben, dann einfach hi@fraudzero.com oder ja, ich meine, wir leben in der digitalen Welt, dj@fraudzero.com, kurz eine Mail schicken und unser Team vom Vertrieb und Marketing freut sich natürlich über jede Anfrage oder einfach den Markt transparenter zu gestalten. Cool, dann vielen Dank. Dann wird hoffentlich keiner mehr daran scheitern, der Lust aufs Thema hat, dich und euch zu finden und zu kontaktieren. Sehr cool. Letzter Weg vielleicht noch, wie man euch noch treffen kann. Ich denke, ich habe dich gerade so verstanden, dass ihr im September auch bei der Demexco in Köln seid. Da kann man dich bestimmt dann auch antreffen und ausfragen zu den Fraudzero-Themen und nicht zuletzt hoffentlich auch nächstes Jahr wieder auf der D3 kommen. Also absolut, die D3Con ist gesetzt. Und Thomas, ich freue mich auch auf euer Breakfast. Das macht ihr auch auf der Demexco. Da hoffe ich, dass ich einer eurer Gäste sein darf. Und ansonsten Halle 8 sind wir natürlich mit unserem Stand vorhanden. Und ich freue mich einfach über Gespräch. Und gerade nach dieser langen Zeit, wo jeder seine Herausforderung hatte, die letzten 2-3 Jahre, gerne auch einen persönlichen Schnack. Und ja, vielleicht, wer sich traut, Umarmung oder dann einfach ein Prost mit dem Kölschen großen Bier. Wunderbar. Vielen Dank, dass du dabei warst, Dominik. Ich freue mich, dass wir uns bald wieder sehen und wünsche dir und auch fraudzero weiterhin viel Erfolg. Bis bald. Schon angemeldet für unser nächstes Event? Wenn Sie auf unserer Webseite d3con.de/Anmeldung den Rabattcode Podcast eingeben, erhalten Sie 50 € Rabatt auf alle Tickets. Wir sehen uns bei der D3Con.